Das ist ein Mandala? Du störst. Ein Planetensystem. Hat was mit Planeten zu tun. Eine Siedlung für den Mars? Interessant, aber nur Utopie. Campanellas Sonnenstaat. Sagt dir sicher nichts. Und in der Mitte ein Marktplatz. Banause! Das Heiligtum! Kirche mit Hochaltar bestimmt und allem drum und dran? Im Tempel in der Mitte. Da. Ein Himmelsglobus und ein Erdglobus. Priester bedienen das Astrolabium. Astrolab, Weltraumstation. Dieses Astrolabium, das war im Mittelalter eine drehbare Sternenkarte aus Metall. Wunderschön verziert. Zum Ablesen der Gestirnsstände. Eine Art Sonnenuhr? Zum Ablesen der Gestirnsstände. Sagte ich doch schon. Planeten, Fixsterne, Sonne, Mond, Finsternisse, Zeiten überhaupt. Ein mittelalterlicher Computer, so als Zeitgeber für einen 8-Stunden-Arbeitstag? Die Priester im Sonnenstaat regelten alles nach den Sternen. Die Untertanen mussten übrigens nur 4 Stunden täglich arbeiten. Und das reichte aus? Utopisch. In unseren kapitalistischen Zeiten reichen manchmal 2 Vollzeitjobs nicht aus, um eine Familie durchzubringen. Tja, Campanellas mittelalterliche Sozialutopie dachte halt sehr produktiv und teilte alles gerecht auf. Kommunismus. In etwa. Jedenfalls gab es kein Privateigentum. Dafür staatliche Erziehung der Kinder, keine Familie, dafür aber Freie Liebe. im Gegenteil. Wer mit wem, das legten die Priester streng nach Horoskop fest. Oh je, so schlimm war ja nicht mal der real existierende Sozialismus.